Oberst in Ruhe Hermann Tötting, der auch als Botschafter des feinen Humors bezeichnet wird. Bleibt mal stehen, so. Sie sehen mal, das ist nur. Ja, schau, du bist gern. Er ist Leiter des Theaters in Frohnleiten und ein vielseitiger Künstler, der bereits das zweite Mal hier bei Christmas in Istbach dabei ist. Und ich meine, Hermann, du hast 2019 das Publikum hier in Istbach wie ein Sturmwind erobert. Und darum freue ich mich, dass du wieder da bist. Bühne frei für Hermann Tötling. Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen wieder zu Gast sein darf und für Ihr Vertrauen im Voraus. Meine Damen und Herren, ein Teil der Weihnachtsgeschichten befasst sich mit der Namensgebung Jesu, auch im Weihnachtsoratorium. Und hier habe ich eine Variante von Trude Marzig ausgesucht, damit das Kind dann Namen hat. Na, gut ist dann, nichts ist geschehen, der Bub ist da, ist gesund und schön. Jetzt setzt man sich ein bisschen zusammen, das Kind muss noch einen Namen haben. Der Opa und die Oma, die Uroma, der Onkel auch, der Peppi und die Malidant und waren auch noch entfernt verwandt, die Resi und ihr Freund, der Fritz, haben im Familienrat ihren Sitz. Beschlossen wird, wie heißt der Bub? Und jeder gibt sein Senf dazu. Dem Opa zittert leicht die Stimme, vielleicht nennen sie den Buben noch ihm. Die Malidant so ganz empört, denkst du am Ende an Tag, Robert? Das tut man doch ein Kind nicht an. Mir gefällt sehr gut Christian. Kommt nicht in Frage, gar keine Spur, so heißt heute ja schon jeder Bube. Das ist doch alles nicht so schwer. Wir nehmen einen Kalender her. Hörst du, was sagt zu Nepomuk? Das geht nicht, denn man darf den zurück. Mir fällt gerade Amadeus ein. Du müsst der musikalisch sein. Bernhard! Das klingt zu sehr nach Hund, da ist schon besser Sigismund. Dafür, dass er. Papa, was sagst du zu Zwonimir? Gar nicht so schlecht wie Theodor. Dann wird er unser Fußball noch. Cyrillis oder Cyprian? Nein, David nicht, da bleibt er klar. Matthias, machen wir auch Freund, dass alle hier so, also, bist gescheit. Na, wie wär's mit Ladislaus? Da lachen ihm die Kinder aus. Aus Georg wird eine Schule gemacht, auch duldig und gnädig betrachtet. Jetzt muss Anruf. Na, pardon, so heißt der Pfingstler nicht gesagt. Den Säugling hört man zu nicht blären, es nutzt nichts, er kann sich nicht wehren. Die Streiterei geht lang auf gut, nur die Urgroßmutter redet kein Wort. Du sitzt nur da und sagst den Mu. Na, oh Mama, was sagst denn du? Lauft's ja, wie's wollt's. Nie braucht's nicht fragen. Ich wär ja da nur Burli sagen. Dann habe ich ihn gefunden, einen Herrn Manfred. Ein deutscher Autor, der Klassiker frei nachstellt. Hier Johann Wolfgang von Goethe, der Oberförster. Er schleicht so spät am Waldessaum. Es ist der Vater mit seinem Baum. Er hat die Tanne wohl in dem Arm. Die Tanne aber, die ruft, Alarm! Mein Baum, was brüllst du mir so ins Gesicht? Sie ist Vater, du den Förster nicht. Der Oberförster mit grimmigem Blick. Mein Baum, das ist wohl der älteste Trick. Du lieber Baum, komm, bleibe hier und lass dich nicht stehlen aus meinem Revier. Deine Brüder und Schwestern, sie haben dich lieb. Bleib hier, geh nicht mit dem Christbaumdieb. Mein Vater, ja, hörst du nicht, was der Oberförster von Amts wegen spricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Baum, das war mein Ende, das spricht auf den Traum. Willst feine Tanne mit ihm gehen und später als Christbaum dann bei ihm stehen? In all deiner Pracht, die so herrlich grün grünt, bei diesem Scheißtieb, der dich gar nicht verdient? Mein Vater, das ist jetzt kein Spaß, ich werde deine Nahrung vor Angst schon ganz blass. Mein Baum,
Es tut mir ja leid, doch für Fangdiskussionen habe ich jetzt keine Zeit. Ich liebe dich. Er geizt nur mit seinem Gehalt. Drum holt er dich billig heraus aus dem Wald. Mein Vater, jetzt sprüht er mich an. Der Förster hat mir ein Leins getan. Dem Vater Gramsatz. Schnell packt er den Baum ins wartende Auto in den Kofferraum. Er reicht sein Haus mit Angst und Grauen. In seinem Auto der Baum war brav. Und dann noch von Manfred Koch ein kleines Gedichtchen, dessen Klassiker Ihnen sicher allen bekannt sein wird. Weihnachtsstern à la Reginanz. War einmal ein Weihnachtsstern, funkelte so schrecklich gern. Weihnachtssternchen funkelte, Wolke, die verdunkelte. Publikum in nah und fern wartete auf Weihnachtsstern.